Moin zusammen, ich grüße euch alle. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und zurück auf meinem Kanal. Ja, um was geht's heute? Heute geht's nicht um Messer, sondern eigentlich mehr um ein anderes Outdoor- und ich sag mal, ja, Tool für draußen. Es geht um Handsägen. Meine allzeit bewährte Lidl-Klappsäge, die sich letzten 2 Jahre gut geschlagen hat, kann ich nicht drüber meckern, aber da war mir die Zahnung etwas zu fein. Darum habe ich mir eine etwas andere Säge, Handsäge besorgt mit etwas gröberer Zahnung. Dazu gleich noch mehr. Das ist eine hier von Fiskars, die SW73, die kleine Handsäge für draußen, für Garten, Outdoor, Camping und dergleichen. Fand ich sehr ansprechend mit Blaze Orange Griff, ein Knauf, wo auch notfalls auch der Imbusschlüssel genommen werden kann, um das Ding auf und zuzuschließen. Hat hier unten einen Karabiner dran für den Gürtel. Würde ich jetzt ehrlich nicht so gerne nehmen, weil gut, das ist hier unten Plastik, das ist Metall. Kann man nehmen, muss man nicht. Würde ich jetzt lassen, weil bei mir, das käme bei mir eben im Rucksack. Der Griff, der orangefarbene, ist gummiert, also Vollgummi. Drunter ist, wie gesagt, bei Fiskars typisch eine Hartplastikgriff. Fühlt sich recht leicht und dennoch robust an. Kann man auch, was ich schon getan habe, weil die Säge hatte ich schon in den letzten Tagen mehrfach im Einsatz bei mir draußen im Garten, kann man auch aus 5 Meter Höhe aus dem Baum mal eben kurz runterschmeißen. Das macht ja gar nichts aus. Aber nichtsdestotrotz kommen wir mal weiter zu. Die Säge ist nicht zum Klappen da, sondern zum Schieben. Man dreht den Regler mal eben nach links, schiebt das Ding hoch und arretiert nach rechts. Recht simpel, recht einfach. Das macht die Sache sehr kompakt. Ihr seht ja selber, ein bisschen zugesaut. Ich habe zuletzt heute damit auch noch ordentlich rumgewerkelt. Ein Essigbaum wurde geschnitten, ein Haselnuss wurde geschnitten oder gesägt, besser gesagt. An meinen Buchenbäumen habe ich da ein paar tote Äste abgesägt, die zwar dringend überfällig waren. Und das ging mit den Dingern recht einfach. Also dicke bis 10 cm sind mit dem kleinen Ding hier kein Problem. Das ist wirklich ein sehr bissiges Gerät, wie man sieht. Hat eine recht grobe Zahnung. Die ist auch, also das ist wirklich immer noch ein sehr bissiges Ding, obwohl ich damit schon einige Äste schon durchgehauen habe. Ja, und wo wir mal sind, da wollen wir auch gleich mal ein paar Maße nehmen. Wir haben hier eine Sägeblattlänge von knapp, na, bleib stehen, 16,5 cm. Wer es nicht glaubt, hier steht es auch nochmal drauf, 160 mm. Also 6,3 Inch, der Kamerad. Ja, ist ein Rostträgerstahl. Welcher, kann ich euch nicht sagen. Ich vermute mal ein chinesischer wahrscheinlich. Fiskars baut ja seine Sachen hier alle in Fernost. Nichtsdestotrotz ist es eine recht gute Säge, wie ich finde. Funktioniert auf Zug, steht auch hier dran, hier, Pulsar. Ja, dann wollen wir mal auch kurz Taten sprechen lassen. Ich habe da so einen kleinen Test wieder vorbereitet, zu sehen, wie gut das Ding funktioniert. So, zum Reinverständnis. Ich habe in meinen Schnellspannerstock hier ein Stück Buchenholz, also einen reinen Buchenholzstab reingepackt. Der hat eine Länge von knapp 3 cm und eine Breite nochmal von 1 cm. Also typisch Standard. Und dann wollen wir mal gleich mal gucken, was das Ding kann. Auf geht's. Na. Hey, das geht aber schnell. So, und weil es so schön war, gleich nochmal. So, da wären wir wieder.
Hier seht ihr selber die beiden Stücke, die runtergeschnitten worden sind. Richtig sauber, richtig schnell. Das hat ohne große Krafteinstellung funktioniert. Das ist richtig ein ganz giftiges Aas, obwohl ich jetzt 3 Tage mehrfach damit im Garten gearbeitet habe und einiges runtergeschnitten und gesägt habe. Habe ich bisher auch nichts nachschärfen müssen. Es hat an seiner Bissigkeit nichts verloren. Das ist wirklich ein Hammerstück. Kann man nicht anders sagen. Und ich muss schon sagen, allein schon diese Kompaktheit. Allein schon diese Kompaktheit, dass das Gerät so schmal zusammengebaut werden kann. Das ist, und vom Gewicht her, das ist die reinste Empfehlung für jeden Autorucksack. Weil es gibt ja Leute, die wollen ja nicht nur dicke Hauer und Messer mitnehmen, die können auch locker hier so eine Säge mitnehmen als Möglichkeit für den Outdoor-Bereich. Also das funktioniert tadellos. Also seht ihr selber, Hartholz für Buche ist alles kein Problem. Innerhalb von Sekunden ist das Ding durch gewesen. Und ich würde sagen, das ist wirklich eine daumenhafte Empfehlung. Ich habe das Gerät wirklich zum Spottpreis von knapp 18 Euro beim Online-Anbieter erhascht. Natürlich portofrei, versteht sich. Im Geschäft, beim Baumarkt kriegt man sie auch für knappe, 6, 7 Euro mehr ungefähr, kriegt man die auch hinterher geworfen, sage ich mal. Aber ich denke mir mal, wenn man sie unter 20 Euro bekommt, zuschlagen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Gibt es auch angeblich auch in einer längeren Sägeausstattung mit knapp 25 Zentimetern Klingenlänge, natürlich für 25 Euro beim Online-Anbieter. Ich habe mich jetzt für die kleine bissige entschieden. Die tut ihren Job wirklich mehr als gut. Ja, was soll ich zu sagen? Fiskars hat mich an dieser Stelle mal wieder nicht enttäuscht. Klar gibt es auch Premium-Bieter wie Silky oder auch eben von der Barco, die Lappländer natürlich. Die spielen von der Größe her eine ähnliche Rolle und auch von der Bissigkeit der Säge. Aber ich denke, für meine Bedürfnisse ist das Ding, die SW73 von Fiskars, definitiv ausreichend. Und ich denke, das ist schon wirklich eine gute Sache. Ich habe den Kauf bisher nicht bereut. An dieser Stelle doch mal Daumen hoch und ich würde sagen, auf ins nächste Abenteuer mit der Säge. So, das soll es gewesen sein an dieser Stelle mit der Handsäge, mit der Fiskars SW73. Ich würde mal sagen, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschö.